Für den Boden brauche ich 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, das sind 8 Gramm, 2 Eier, 100 Gramm weiche Butter oder Margarine, 120 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Zuerst gebe ich den Zucker und die weiche Margarine oder Butter in eine Rührschüssel hinein. Dann verrühre ich das mit dem Handmixer, bis eine schöne einheitliche Masse entsteht. Wenn die Butter und der Zucker sich so vermischt hat, gebe ich ein Ei hinzu. Jetzt rühre ich weiter, bis das Ei mit den anderen Zutaten sich gut vermischt hat, also gut verbunden hat. Jetzt gebe ich das zweite Ei hinzu. Mixe weiter. Wenn die Eier sich so gut mit der Masse verbunden haben, unterbreche ich erstmal, schalte den Backofen ein auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und Umluft. Jetzt nehme ich mir das Mehl und vermische es mit dem Backpulver. Das Mehl werde ich dazu sieben. Jetzt mixe ich weiter etwa 5 Minuten lang auf der höchsten Stufe. Nach 5 Minuten gebe ich den Teig dann in meine Kuchenform. Dann streiche ich den Teig noch schön gerade. Schön nah an den Rand ranstreichen, damit er am Rand nicht zu dünn ist. Wenn der Teig so schön gerade gestrichen ist, stelle ich ihn jetzt in den vorgeheizten Backofen für etwa 25 Minuten. Nach 25 Minuten nehme ich den Kuchen aus dem Backofen raus und mache die Stäbchenprobe. Wenn das Stäbchen so schön trocken rauskommt, ist der Kuchen auch durchgebacken. Vorher bitte die Backofentür nicht öffnen. Er soll ruhig 25 Minuten backen, die Zeit braucht er. Und dann ist er auch wirklich durchgebacken. Ich lasse ihn jetzt hier in der Form einfach so stehen, bis er komplett ausgekühlt ist. Für die Füllung brauche ich 2 Päckchen Vanillepudding, je 37 Gramm, 170 Gramm Zucker, 700 Milliliter Apfelsaft trüb und 1 Kilo Äpfel. Zuerst schäle ich die Äpfel. Ihr könnt natürlich gerne auch einen Schäler dafür verwenden. Ich nehme jetzt ein ganz normales Messer, weil meine Äpfel sind schon ein bisschen welk. Und für dieses Rezept kann man auch sehr gut Äpfel verbrauchen, die schon ein bisschen länger liegen und die schon keiner mehr so richtig essen will. Schmecken tun die ja trotzdem sehr gut. Und jetzt schäle ich erstmal alle Äpfel ab. Wenn ich die Äpfel soweit sauber gemacht habe, kann ich die einfach von Hand in kleine Würfel schneiden. Dafür mache ich das einfach auf dem Brettchen so mit dem Messer. So etwa. Und gebe die Äpfelwürfel in einen Topf.
Ich werde das allerdings mit dem Zerkleinerer machen, dann geht das wesentlich schneller. Dann gebe ich dann so eine Apfelhälfte einfach in den Zerkleinerer, lege die hier so rein und drücke es einmal durch. Dann habe ich die Äpfel schon zerkleinert. Und so mache ich das jetzt mit den gesamten Äpfeln, schneide die alle klein mit dem Zerkleinerer. Ihr könnt sie natürlich auch von Hand klein schneiden, das dauert dann nur eben ein bisschen länger, aber das Ergebnis ist das gleiche. Die Äpfel habe ich zwischendurch abgedeckt, damit sie nicht so viel Sauerstoff abkriegen und nicht so schnell dunkel werden. Jetzt gebe ich den Zucker hinzu und rühre das Ganze um. Jetzt gebe ich den größten Teil vom Apfelsaft hinzu, so etwa ein Drittel lasse ich mir über. So ungefähr 200 Milliliter lasse ich mir über. Die Äpfel mit dem Apfelsaft stelle ich jetzt auf den Herd und lasse die da dort so langsam aufkochen. Den Pudding gebe ich jetzt zum Apfelsaft, zu dem restlichen hinzu und verrühre das Ganze mit einem Schneebesen. Ich schaue mir das an, damit das keine Klümpchen zu sehen sind. Wenn es eine schöne einheitliche Menge ergibt und keine Klümpchen mehr zu sehen sind, stelle ich das erstmal zur Seite und kümmere mich jetzt um die Äpfel auf dem Herd. Den Herd habe ich jetzt auf der höchsten Stufe eingeschaltet und warte jetzt, bis die Apfelmasse beginnt zu kochen. Dazwischen rühre ich immer wieder mal ein bisschen um, damit sich alles schön gleichmäßig verteilt. Wenn die Äpfel zu kochen beginnen, mache ich den Herd erstmal aus und nehme den Topf von der Herdplatte. Jetzt gebe ich den Pudding dazu, diesen angerührten. Den Topf stelle ich jetzt wieder zurück auf die Herdplatte, mache den Herd an auf der höchsten Stufe wieder und rühre jetzt die ganze Zeit. Sobald es beginnt zu blubbern, so wie jetzt, schalte ich den Herd aus und lasse es noch so ein klein wenig weiter blubbern, rühre aber dabei die ganze Zeit. So, das genügt doch schon. Jetzt nehme ich den Topf von der Herdplatte und kümmere mich weiter um den Boden. Der Boden ist natürlich abgekühlt und ich löse ihn jetzt aus der Form. Dafür gehe ich mit einem scharfen Messer hier am Rande entlang. Backpapier kann ich jetzt auch abziehen, indem ich den Boden einfach einmal umdrehe und das Backpapier abziehe. Jetzt nehme ich mir diese Unterlage von meiner Torte, lege die hier so da drauf und lege den Boden direkt auf die Tortenplatte. So. Jetzt brauche ich einen Tortenring. Den Tortenring lege ich einfach um den Boden herum. So, bevor ich den Tortenring richtig festmache, gebe ich noch so eine Randfolie dazwischen. Das muss man nicht machen, man kann es auch ohne die Folie machen. Aber ich mache es jetzt in diesem Fall, weil dann löst sich das nachher besser. Jetzt gebe ich die heiße Äpfel drauf. Mache das Ganze noch so schön gerade.
Jetzt stelle ich den Kuchen an einen kühlen Ort und lasse ihn für mehrere Stunden einfach kalt werden, weil diese Apfelmasse muss jetzt erstmal ordentlich abkühlen. Am besten natürlich über Nacht, wenn man die Möglichkeit hat. Wenn nicht, dann für 3-4 Stunden an einen kühlen Ort ist auch okay. Bei mir hat der Boden jetzt mehrere Stunden kühl gestanden. Jetzt beginne ich die Sahne zuzubereiten. Dafür nehme ich 300 ml Schlagsahne und gebe sie so in einen hohen Rührbecher hinein und schlage sie mit dem Handmixer so leicht schäumig. Wenn ich die Sahne so leicht schäumig geschlagen habe, gebe ich ein Päckchen Vanillezucker, das sind 8 Gramm, 2 Päckchen Sahnesteif, das sind auch je 8 Gramm, und ein Esslöffel Puderzucker hinzu. Puderzucker kann man auch weglassen, wenn man es nicht so süß mag, aber wir mögen es immer ein wenig süßer, deshalb gebe ich den Puderzucker noch dazu. Und jetzt schlage ich die Sahne, bis sie richtig schön steif wird. Wenn die Sahne so schön steif geworden ist, dann höre ich auch auf zu schlagen und dann ist die Creme auch fertig. Die Sahne gebe ich jetzt in einen Spritzbeutel hinein. Ich habe mir hier einen zurechtgestellt. Kann x-beliebige Tülle nehmen, eine kleinere oder eine größere, so wie man es mag. Das spielt keine Rolle. Jetzt nehme ich den Ring ab. Und auch die Randfolie ziehe ich vorsichtig ab. So sieht die Torte jetzt von der Seite aus. Mit dieser Randfolie, das geht sehr gut. Man hat dann einen schönen, sauberen Rand, der ist spiegelglatt. Und mit dem Messer wird das nicht so gerade. Dann muss man schon schneiden und das, also bei mir wird das dann nicht immer so schön gerade. Aber hier ist es dann echt gut. So, mit der Sahne gebe ich jetzt nach Belieben einfach so Blümchen oder irgendein Muster drauf, so wie mir danach ist. Dem Originalrezept kommt jetzt noch Zimt drauf. Da wir Zimt nicht so sehr mögen, gebe ich einfach so Schokoladenflocken noch drauf. Oder ihr könnt auch irgendwie Zuckerstreusel drauf geben oder was man gerade möchte. Ich mache jetzt in diesem Fall Schokoladenstreusel drauf. Die Torte ist dann auch fertig und kann angeschnitten werden. Für Apfelliebhaber ist diese Torte ein echter Genuss. Sie schmeckt wirklich sehr fruchtig und sehr, sehr lecker. Ich freue mich, dieses Rezept euch jetzt zeigen zu können. Ich habe es von einem russischen Kanal. Den Link werde ich in der Beschreibung zurücklassen. Und ich bin sehr dankbar für dieses Rezept. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Von euch werde ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt auch weiterhin dabei. Danke für all die netten Kommentare. Und ich sage bis zum nächsten Mal.